Ich habe für diesen Mythos wirklich jetzt einfach bis 0 Uhr gewartet, denn hey Siri, wie spät ist es? Es ist 0 Uhr. So Leute, wir sind heute mal wieder unterwegs in einer neuen Among Us Mythenfolge. Und ich würde sagen, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr Ferien oder nicht, weil ich lade dieses Video jetzt morgens hoch und vielleicht werde ich das jetzt immer so machen, wenn die meisten von euch Ferien haben. Also schreibt mal Hashtag Ferien oder Hashtag keine Ferien in die Kommentare und lasst auch ein Like und ein Abo da, wenn ihr Among Us feiert. Und ja, Leute, starten wir auch sofort mit dem allerersten Mythos, und zwar kommt dieser von Sido. Und zwar schreibt Sido44, dass wohl die Dummies im Freeplay-Modus voten können, bevor wir eigentlich voten können. Und das testen wir doch einfach mal aus, würde ich sagen. Denn, ja, was sollten wir sonst anderes auch machen hier bei Among Us Mythen? Also, Leute, wir starten mal ein Meeting und wir achten drauf auf die Votings und... Oh ja, 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 wir sehen... hier wird schon fleißig gevotet, bevor ich überhaupt nur die Möglichkeit hatte, irgendeine Person zu voten, weil der Bildschirm gar nicht da war. Okay, crazy. Ich würde sagen, ich vote jetzt einfach mal einen Spieler. Wir machen aber noch einmal ein Meeting und gucken, ob wir das vielleicht nicht doch irgendwie umgehen können. Ich bin jetzt einfach mal auf die Map Airship gegangen und wir schauen mal, ob das auf Airship auch so ist. Aber ich gehe einfach mal stark von aus. Also, wir hören nochmal auf die Sounds und... Nee, ich kann gar nicht voten. Also ihr seht, ich höre schon diese Sounds, wie die fleißig voten, aber ich hatte null Möglichkeiten, irgendwas nur zu machen. Also Leute, ist dieser Mythos auf jeden Fall richtig, denn die Dummies voten zuerst, bevor wir irgendwas machen können. Nintendo Switch Carter sagt, dass wir im Tresorraum, also dort, wo wir quasi unseren Charakter immer wieder neu bekleiden können, dass sich wohl dieser Charakter wohl auch ändern soll. Also das Outfit soll sich immer wieder ändern, wenn wir da drauf drücken, also die Aufgabe quasi neu starten. Da bin ich echt mal gespannt, ob das stimmt oder nicht. Also ihr seht, Puppe anziehen heißt die Aufgabe. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal nach oben. Also wenn das stimmt, das wäre schon crazy, ne? Aber wir schauen mal nach. Also was haben wir hier für ein Outfit? Goldener Hut, Sonnenbrille und pinkes Top. Okay, oder soll das ein pinkes Top sein? Ich denke schon. So, und jetzt, lol, okay, goldener Hut ist geblieben, aber wir haben eine neue Brille und wir haben eine neue Jacke dazu bekommen. Machen wir jetzt mal weiter und Jacke ist geblieben, aber irgendwie ist ein Wikingerhelm dazu gekommen und eine Sonnenbrille. Okay, crazy. Und jetzt hat sich aber alles verändert. Krass. Ne, jetzt wieder die Brille gleich geblieben. Krass, aber es sind irgendwie... Ja, wohl, ja, okay, krass, doch, okay. Ich dachte nämlich erstmal, es sind irgendwie immer die gleichen Outfits, also die gleichen Outfit-Kombinationen. Aber ich glaube, so viele Kombinationen gibt es gar nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Also, verrückt, ja, und ich würde sagen, die Aufgabe ist auf jeden Fall richtig, denn, ja, man bekommt immer ein neues Outfit, lol. Was war denn das für ein Sound? Das war ein anderer Sound, kann das sein? Aber Mythos richtig. Der nächste Mythos kommt von Benzi und Benzi sagt, dass wenn wir eine Lobby haben, die mit dem Buchstaben C endet, dass wir wohl häufiger Imposter werden in so einer Lobby. Und ich kann ja einfach mal probieren, ob wir hier eine Lobby aufmachen können und wir schauen mal nach, ob wir vielleicht eine Lobby finden, die mit dem Buchstaben C endet. Das kann jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, deswegen werde ich das einfach mal rausschneiden, weil ihr seht schon, ich bin hier am Rein- und Rausgehen aus der Lobby und das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Also Leute, ich versuche das jetzt hier gerade schon seit 3 Minuten. Das Einzige, was mir wirklich auffällt, ist, dass der Code gefühlt immer mit dem Buchstaben F endet. Schaut euch das mal an. Jetzt ein F und jetzt wieder ein F. Und jetzt wieder ein F. Und jetzt wieder ein F. Kann das sein, dass irgendwie jeder Code mit dem Buchstaben F endet? Also ist ja wirklich verrückt. Okay, hier sehen wir es nochmal. Jetzt wieder Buchstabe F. Und wieder Buchstabe F. Leute, ganz ehrlich, ich habe langsam hier die Vermutung, dass es gar nicht möglich ist, dass man den Buchstaben C ans Ende bekommt. Weil ihr seht, ich bekomme immer den Buchstaben F an das Ende. Egal, was ich mache, ich kann mal versuchen, den Server vielleicht zu wechseln. Alter, wir hatten bis jetzt nur den Buchstaben F am Ende. Jetzt mache ich mal Nordamerika und... Vielleicht haben wir jetzt einen anderen Buchstaben. Nee, wieder F haben wir am Ende. Und...
schon wieder F haben wir am Ende. Also ganz ehrlich, Leute, ihr könnt das einfach mal selbst testen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier wirklich Glück oder Pech habe. In meinem Fall ist es eher Pech, weil ich den Buchstaben C am Ende haben möchte. Aber ihr seht, egal wie oft ich das Spiel verlasse und neu reingehe, ich hatte bis jetzt kein einziges Mal ein C am Ende, sondern immer nur den Buchstaben F. Also das kann kein Zufall mehr sein, Leute. Naja, also ich würde sagen, der Mythos ist erstmal falsch, weil wir irgendwie immer den Buchstaben F am Ende haben. Also Mythos falsch. Der nächste Mythos ist von Katharina. Und Katharina sagt, dass wir im Raum Admin, also da, wo wir quasi auf das Admin-Panel zugreifen können, da kann man wohl auch die Map Myra HQ sehen. Das schauen wir uns mal genauer an. Denn ich weiß jetzt nicht genau, was sie meint. Also das ist auf jeden Fall nicht die Map. Ach, ich glaube, ich... Ach, unten rechts, lol. Stimmt. Moment mal ganz kurz. Passt das denn hier unten rechts? Das hier ist dieser Y-Gang. Ich habe erstmal gar nicht verstanden, was sie meint. Aber sie meint wohl diesen Admin-Knopf unten rechts. Und das müsste eigentlich wirklich die Map Myra HQ sein. Weil, wie wir sehen können, hier unten rechts haben wir diesen Y-Gang. Das ist der Gang zum Spawn. Hier wäre dann quasi das Labor. Unten rechts haben wir Cafeteria. Und oben ist dann das Glashaus. Also, heftig. Da habe ich echt noch nie drauf geachtet. Weil das hier auf dem Admin-Panel drauf, also das hier auf dem Tisch, das ist ja wirklich eindeutig. Das ist das Geld. Aber das hier unten rechts beim Knopf, das sollte auch eindeutig sein. Denn das ist wirklich Myra HQ. Also ist dieser Mythos tatsächlich richtig. Und ganz kurzer Rand nutzt jetzt noch, denn hier in Admin wurde auch komischerweise diese Upload-Aufgabe vergrößert oder Download-Aufgabe. Fakt ist, diese Aufgabe bzw. dieser Knopf, wo man eigentlich die Aufgabe macht, ist jetzt größer geworden, aber nur im Admin-Raum, finde ich auch ganz cool. Also Mythos richtig. Der nächste Mythos kommt von Alien. Okay, verrückter Name. Und zwar sagt Alien, dass wenn wir wohl in Communication sabotieren, also hier, und das Ganze wohl wieder ja, fertig machen, dass wir wohl einen Mann auf Englisch sprechen hören sollen. Das muss ich mir mal genauer anhören. Deswegen packe ich mir gerade auch die Kopfhörer rein. So, also ich habe die Sounds volle Kanne auf laut. Und hier, man hört es. Also man hat auf jeden Fall was am Ende gehört. Da spricht irgendeiner durch so ein, ja, Walkie-Talkie wahrscheinlich oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Also er funkt auf jeden Fall rüber, wenn man quasi wieder das Signal hergestellt hat über diese Kommunikation. Und ja, ich weiß nicht, was er sagt. Keine Ahnung, falls ihr es wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Aber Mythos ist definitiv richtig. Der nächste Mythos kommt von Nachtfüchse und ich habe für diesen Mythos wirklich jetzt einfach bis 0 Uhr gewartet, denn, hey Siri, wie spät ist es? Es ist 0 Uhr. Ja, es ist genau 0 Uhr gerade, eigentlich 0 Uhr 1, aber ist noch nicht so schlimm. Fakt ist, dieser Mythos besagt, dass wir, wenn es Mitternacht ist, Siren Head finden und er wohl uns töten soll und wir sind Geister. Ich glaube das sowieso nicht, aber wir testen es einfach mal aus, einfach aus Prinzip. Und das soll wohl auf jeder Map funktionieren, aber ja, man sieht's. Also ich bin kein Geist geworden. Wie es die Nachtfüchse beschrieben haben, es ist egal, auf welche Map ich gehe. Es ist auch egal, ob ich jetzt Imposter bin oder nicht Imposter bin. Ich meine, es wäre schon sehr lustig, ne? Muss man wirklich sagen, wenn man einfach jetzt hier Siren Head hätte und man wäre selbst als Geist unterwegs. Es wäre schon sehr lustig, aber sind wir mal realistisch, kein Monster-Mythos hat bislang funktioniert und hätte das funktioniert, ich wäre, glaube ich, vom Stuhl gefallen. Also wortwörtlich, ich glaube, ich wäre wirklich vom Stuhl gefallen. Aber Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das wäre es gewesen mit den heutigen Mythen. Schreibt gerne weitere Mythen in die Kommentare. Lasst auch wie immer ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Bis dann, Leute, und ciao.